Let's see. Are you as pumped for the next level as I am? Let's see. Let's see. Let's see. Nice! I'll help you find the next one. Let's see. Got it! Let's see. Let's see. I'll help you find the next one. Yes. Nice picture, Sora. Let's see. Nice picture, Sora. Let's see. Let's see. Let's see. I'll help you find the next one. Let's see. Nice picture, Sora. Let's see. You're gonna take a picture of me? Okie dokie. Let's see. I'll help you find the next one. Let's see. Nice picture, Sora. Let's see. Nice. Nice picture, Sora. Let's see. I'll help you find the next one. Let's see.
Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, ich werde euch mal hier im Ladebildschirm begrüßen, weil hier sind manchmal auch ein paar gute Nachrichten, zum Beispiel hier von Goofy. Mensch, so, wir haben ja so viele neue Spielzeugfreunde gefunden. Nur gut, dass Jiminy all unsere Abenteuer notiert. Weil sonst würdest du dich nicht an deren Namen erinnern oder was. Und ja, ich sollte, bevor, vor diesem Part hier einen kleinen Clip hinzugefügt haben, und zwar wo ich alle Glücksembleme gesammelt habe. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Oh ja, ich habe auf Screen alle Glücksembleme gesucht und sie ja alle fotografiert und alle Truhen, die mir in der Arena des Olymps oder nee, nur noch Olymp. Ich muss mich erst dran gewöhnen, das heißt ja jetzt nur noch Olymp. Das hier, bis ich das gefunden habe, ne? Boah. Weiß ich nicht, was war noch? Ich glaube, alle anderen waren nicht so schwer. Keine Ahnung. Hier habe ich auch ein bisschen noch mich umgeschaut. Ich scheine irgendwo was hier zwischen dem letzten Gebiet und hier den Spielzeugladen was verpasst zu haben, aber weiß jetzt nicht. So, Schätze haben wir auch alles im Olymp in Twilight Town. Spielzeugkiste fehlt uns natürlich noch eins. Und ja, vielleicht finden wir da noch. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls werdet ihr. Was? Mickey mit den Rasen. Ach ja, genau, das ist ein Spiel. Können wir auch mal irgendwann spielen. So, jedenfalls. So wird das dann ablaufen. Ich werde diese ganzen Embleme oder Schatzkisten noch nachreichen. Also ich sollte vielleicht Dings mal wieder aktivieren, weil. Immer wenn ich offscreen hier unterwegs bin, tue ich 0 EP aus anstellen, damit wir halt keine Erfahrungspunkte kriegen. Ich will natürlich jedes Level up hier mit euch erleben, sag ich mal. Also deswegen können wir nicht machen, ne? Und da in sich eine Truhe, merke ich gerade. Komme ich so dahin oder? Ich glaube, ich mache es mir ein bisschen einfacher oder? Versuch mal. Boom. So. Gut. Boom. Sehr gut. Kleine Schleife. Schleifen, die sind normalerweise mal die besten Klamotten. Nachher sollte ich vielleicht auch mal umrüsten. Da habe ich ausgerüstet, um halt ja mehr Essen und so was alles hier einzusammeln. Ich habe natürlich viel offscreen gesammelt und ja. Ich glaube, den Stern Glücksbringer tun wir ausrüsten. Und die kleine Schleife, weil da gehen wir, kriegen wir für alles irgendwie Resistenz. Das hätte ich doch gerne. Ja, Mondglücksbringer, Esprit. Die ganzen Sachen habe ich natürlich hier bekommen, weil ich die ganzen Embleme gefunden habe. 25 habe ich, glaube ich, im Moment. Und das gibt Magie, Spitzenkoch. Das gibt auch Magie, aber weniger FP. Was soll's. So, Goofy, du kannst noch irgendwas ausrüsten. Cool. Nehmen wir ja Kraftring. Was hast du jetzt? Experten, aber auch nicht so viele. Also, was? So, das kann man ausrüsten. Na gut, dann nämlich. So, wir sind gerade. So. Wenn das jetzt die Truhe war, die mir jetzt hier noch so gefehlt hätte, dann wäre perfekt. Nö. Dreck. Ja, werde ich schon irgendwann finden, werde ich wieder nachreichen. Ihr kennt das ja. So, wir machen jetzt weiter, ne? Würde ich sagen. Wir müssen. Kann ich mich irgendwo hier hoch teleportieren? Ja. Oder ist so. Ja, ist so awesome. So, wir müssen zum Dings hier, zum dritten Stock, glaube ich. Ne Quatsch, wir müssen ja durch diese Lüftungsrohre gehen. Aber ich meine, wir müssen irgendwie zur. Ich ignoriere euch mal. Wir müssen jetzt zur Babys und Kindersektion gehen. Und ich glaube, sie war im dritten Stock. Sind ja schon mal hochgegangen und haben geguckt, was da ist, ne? Aber ich meine, irgendwie, die haben gesagt, wir die Lüftungsschächte, da müssen wir irgendwie was machen. Dieses Ding da oben, da kann man auch bestimmt hin. Ach ja, übrigens, was ich hier gefunden habe, ne? Wo ich sag, Mann, ja, die machen ja
Ein bisschen Schleichwerbung. Dissidia NT Final Fantasy. Das ist auch ein Spiel hier. Ja, das ist ein Kampfspiel, sag ich mal, mit Final Fantasy Charakteren. Und ja, ich habe das Spiel ehrlich gesagt und ich bin nicht so beeindruckt. Also muss ich da? Ne, ich dachte, da wäre jetzt ein Mickey Mouse Zeichen. Glücksemblem, Entschuldigung. Ja, Final Fantasy NT, Dissidia NT habe ich. Oh, da ist eine Truhe. Und ja, ich finde es nicht so gut. Es ist wirklich nicht gut. Ich wollte auch ein Let's Play davon machen, aber indem ich so ein, zwei Parts aufgenommen habe, habe ich gemerkt, nee, das Spiel ist nicht so gut. Also, nee, habe ich dann doch ausgelassen. Weiß nicht, es ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht mal, wie ich das erklären soll. Also, guckt euch einfach mehr Reviews an und so. Ich glaube, die tun, ich glaube, Leute, die halt irgendwie gespielt haben, sind auch nicht so riesige Fans davon. Also ja, ich bin, glaube ich, nicht die einzige Person, die das Spiel nicht mag. Wo ich mich auch voll darauf gefreut habe, aber weiß ich, das ist irgendwie herausgeschmissenes Potenzial bei diesem Spiel. So, hier mussten wir auch, genau. Ja, verstehe ich nicht. Wir können da auch irgendwie so zum dritten Stock gehen, glaube ich. Aber egal, da ist eine Truhe zum Beispiel. Das ist eine große Truhe, die ich habe. Und da ist ein Speicherpunkt auf einer Seite. Und ich würde schon sagen, was ist das? Hi. Ja, so gut, dass wir jetzt wieder kämpfen können, ohne mit auch wirklich hier Dings zu bekommen. Auch wieder Erfahrungspunkte zu bekommen. Mein Gott. Und Feuer. Oh. Vergesst mal wieder Finalangriff. Ich dachte immer, es ist so ein Laser, aber das ist so ein kleiner Kanonenschuss. So, diese Leute, man, ich höre gar nichts. Hört man nicht als Echo, oder? Welches Schlüsselschwert ist eigentlich stärker? Mein Königshanger oder Heldenwiege? Okay, dann weiß ich wenigstens, wenn ich Schaden machen will, physisch, dann nehme ich Heldenwiege. Und ja, eines klar, ne? Mach ich halt hier. Oh. Halt. Okay. Ein bisschen anders als den Dream Drop Distance, wie das hier läuft mit dem Ding. Muss, glaube ich, in die Richtung irgendwie hindrücken und dann Viereck drücken. Ist ein bisschen komisch. Also den Dream Drop Distance wurde auf jeden Fall sehr viel besser umgesetzt. Aber oh, hi. Let's see. Aber hey, warte, so da oben, genau. Was haben wir hier noch? Hier ist der Speicherpunkt, oder? Da war ein bisschen Magie hier, ne? Ihr habt ja nichts dagegen, oder? Scream, ja, ich meine Scream. Gott, oh Gott, au, au, au. Könnt ihr jetzt eigentlich wagen? Ich wollte mal von dem einen hier. Gott. Komm, halblang, ey, Alter. Alter, die machen mich aber irgendwie fertig. Kann mir irgendwie gar nicht dazu zu gucken, was die, oh danke Donald, was die anderen Charaktere alles einsetzen an Attacken und so. Wart.
Was? Bin ich wieder hier? Hey, einen Moment. Hey, warte. Bin ich jetzt blöd oder was? Hier war doch irgendwie Speicherpunkt da. Der ist über mir oder unter mir. Kann ich doch bestimmt irgendwie mit Elektrizität oder so gegenschießen, oder? Okay, weiter. Und wir haben ja irgendwie alles. Ich sag mal vorankommen, ne? Ich bin gut, wo die genauso läuft wie im Film so. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Hm? Oh, hier kommt noch Gegner. Wer seid ihr denn? Oh Gott, was? Raketenrandale. Oh, da ist der Angriff. Der wäre von Donald hier. Ja, gut. Oh, der war gut. Hm? Hey. Auf, jetzt mal abstellen. Wir müssen mal durch, ne? Dann sterben aber wir so durchgehen. Oh, Speicherpunkt. Hier war irgendwo, ja. Die große Truhe. Ist hoffentlich irgendwas Geilem drin. Ärger auf der Straße. Okay, noch ein Mickey Maus Spiel. Wir speichern einfach mal. Ich habe sehr viel mehr Geld. Fange ich dann an. Ich habe noch gar nicht im Mogelshop hier nachgeguckt hier. Also ich hoffe jetzt, ich habe doch abgestellt, oder? 0 EP an. Wir brauchen mal einen noch. Okay. Na. Was? Ja, wo will ich jetzt raus, ne? Das ist oh, jetzt bin ich bei dir, okay. Da kommt doch bestimmt ein Bosskampf oder irgendwie so weit. Das ist irgendwie so aufgebaut hier so. Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dann geh vielleicht mal wieder zurück oder so, ne? This is babies and toddlers. Now here with my guys think we should start. Oh, da hinten sehe ich schon Disney Anspielungen, glaube ich. Sorge, didn't you mention music? Affirmative, Goofy. Na, Goofy, stellt schon wieder die wichtigen right. Fragen. Why don't we look for things that make noise? Sure. That's contingent for you. What do you mean for me? Hey, where you? Liebes Donalds. I think Donalds war really Arsch, liebes. Guys. Well, you wouldn't have trusted them otherwise. And I know that your trust is a hard-earned treasure. Well, for all our sakes, let's hope you're right, cowboy. I'm willing to give him a chance at least for a little while longer. Especially if it means getting Andy and our friends back. Agreed. Warum ist Buzz so misstrauisch? Well, I'm kinda worried about our new friends. Ich könnte meinen, Woody wäre irgendwie so drauf, weil er irgendwie das gleiche schon mal mitgemacht hat. Wegen Buzz. Also. Irgendwie ist Buzz derjenige, der hier voll irgendwie hat eine Rutsch da. Ich wollte Dings machen. Haben wir gestiegen, Magie gestiegen.
Was seid ihr denn? Oh, unsere Heldendingen ein. Zweite Form. Und ich habe doch mein Ding hier gewechselt. Also in der Anspielung an Traumfänger. Sieht nämlich irgendwie so aus. Aus wie dieser Löwe, ja, nur als irgendwie Chibi-Form, sag ich mal. Cinderella, ne? Als Anspielung an Disney-Prinzessin, habe ich so ein Gefühl. Mich ja so ein bisschen um nach okay, nach Mickey Mouse Zeichen und Truhen und so, weil sind doch schwer zu finden und ihr seht echt so aus wie diese Dingens hier, wie die hier. Wir schon dabei sind, ne? Boom. Boom. Ah, die können mir doch Schaden machen. Okay. Ich glaube, das ist die einzige Anspielung hier an Traumfängern. So, nicht die ein. Wir haben nichts dagegen, aber weiß ich nicht. Fand schon irgendwie, ich fand die Traumfänger nicht so gut, weil man mit denen rumlaufen musste, aber ich gut, dass sie trotzdem irgendwie vorkommen hier, weil das auch was, ne? Die müssen nur nicht so in mein face sein irgendwie, so wie in Green Dot Distance. Also solange die sich so zurückhalten, gut, ich nichts dagegen. Ich hatte überhaupt was dagegen habe, dass die irgendwie hervorkommen in dem Spiel, aber ihr wisst doch, was ich meine, oder? Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Ich glaube, das ist eine Truhe. Nee, das ist ein Heißschild. Zwei Sachen, die man halt sehr einfach verwechseln kann, ne? So, irgendwas hat viel Geräusche macht. Oh. Hier, Wächter. Ach so, ja, das. Ich überhaupt Schaden dadurch? Wie eine Halle. Komm her. Komm her, da. Diese Dinger machen mir irgendwie Angst. Aua. Falsch. Diese, was auch immer das sein soll. Hunde, Bären, Plüschtier. Und ich gehe sogar auf die los. Mal einfach mal. Flieg, Pegasus, flieg. Den Hirn eines Vogels. Da habe ich eine Truhe gesehen. In diesem Häuschen da. Die sind so groß, wir könnten hier sogar leben. Feuer rein. Langsam kriegen wir gute Sachen hier in den ganzen Truhen. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Hier. Sind das nicht irgendwie. Hier ist doch Musik, oder? Hier kommt doch Musik her. Ja, ich muss ein Foto davon machen. Aber ich bin so gewöhnt, dass man hier überall hochklettern kann, ne?
Ruhe, Ruhe. Nee. Nö. Ich nehme an, da müssen wir hin, ne? Da kommt doch, kann doch Musik herkommen, oder? Over there. Ja, mal kommt jetzt erst was. Hab ich denn da hoch, Mann? Da. Let's see. Ups. Dreck. Keine Ahnung. Is this it? Ah, cool. Come on, Sora. You've never used a record player? Huh? Like this. Whoa. Stimmt, das war die Szene aus dem Film, genau. Im zweiten aber, glaube ich, ne? It's working. Als wären die alle zu leben. Jetzt erwachen die alle zu leben und gehen auf mich los. Pass auf. Wait, did that sound off to you? Huh? Hey, Sora! There's some kind of strange noise coming from the orchestra. Got it. Woody, you keep the record going. Whoa, 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 whoa! This is the one. Welcher? Ja, hier. Er sagt einfach, der hier muss es sein. Ich bin auch voll weit von denen entfernt. Ich habe keine Ahnung, von wem er hier redet. Something seems to be stuck in this tuba. I'll get it out. Almost got it. There. Corporal. You all right, son? Yes, sir. That's the soldier Sarge lost contact with. So, you found Ham? Yes, but while I was radioing in, a giant hand grabbed me, and it stuffed me in there. They must have taken hand. Ham to another location. Das sind Super Smash Bros. Und jetzt hier. Wait, Corporal. You're not fit for action. But Sarge... Your tour is over, son. And it's all right. Our trusted allies will take over. I will move the corporal to a safer location. Good luck, gentlemen. Emotional. Gibt's diese Soldaten, diese Spielzeugsoldaten eigentlich immer noch? What is going on? Oh, right. Woody. Mission complete. Why didn't you tell me a little sooner? Sorry, there's no time to rest. Ham needs us. Aber ich habe eine Schlange im Stiefel. Warte mal eine Sekunde. Suche nach Specky. Rückwärts abgespielt. Wenn den Fernseher nicht so laut machen, sonst hört man halt. Ja. So. Okay. Ich
glaube, ich muss dahin. Wait, do you hear something? I think it's coming from over there. Ich glaube, es ist da drin. Irgendwas ist da drin los. My little house. 99.99 Hintergrund, habt ihr das gesehen? Talk about cabin fever. Thanks for the save. You okay, Ham? Yeah, aside from being locked in, the accommodations are fine. Ah, what a tiny little house. What? Whoa, who is... What's wrong? She's back. Is that gegen the... That's the doll that Big fed me. Ham? Wir müssen gegen eine Puppe kämpfen. Not another possessed toy. Guys, look alive. Okay. Oh Gott. Die sieht auch voll putzig aus. Ich will nicht gegen die kämpfen. Oh Gott. Will ich nicht kurz vor dem Level up oder so? Mich eigentlich ein, aber gestiegen, sehr gut. So, ich baller die Schirme vom Weiten ab, wenn du uns dagegen hast, ne? Ja, vielleicht mache ich erstmal die anderen hier platt, wenn ich mir ganz noch Nerven gehe gerade. Ich bin schon gleich tot, wenn es hier so weit geht. Gott, tut voll auf mich losgehen, ey. So zielmäßig. Ich glaube, das war eine gute Idee, ich weiß nicht. Wir halten aber ganz schön viel aus hier. Da machen wir den ganzen kleinen hier erleben kaputt. So. Frist das, hoffentlich treffe ich damit. Habe ich sogar. Habe ich geblockt. Hier verputzt sich aus, ey. Warte. Ja, komm her. Direkt zurückgehauen. Erinnert mich voll an irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Eine Faust kommt mitten aus dem Nichts irgendwie. Ja, komm mal her. Ja, voll überpowert. Flieg, Pegasus, flieg. Boom. Oh, Sportsfreund. Ich dachte, ich würde so zum Leben erwachen. Wait. Mm-hmm. What if we end up just like her? Forgetting ourselves and attacking each other. No way, Buzz. That won't happen. No way. You guys are too strong. You can't be sure. What if I get taken over then attack you? Buzz, you're overthinking it. Yeah. The Heartless. The darkness can only creep in when our hearts falter. Trust me, you'll be fine if you don't lose heart. Well, that's good.
Because I know you, Buzz. You'll never lose heart when it comes to your friends. True enough, cowboy. Sorry to have worried you all. No problem. Now, let's go find the others. Es wird genau das passieren, ne? Für eure Wetten, dass genau das passiert. A flying saucer. I think I know who that might lead us to. Come on, guys. Eine Pause und eine Pause. Hey, Woody. I just slow you down with all the loose change I'm carrying. I'll hang by the entrance. No problem. Be safe, Ham. Was passiert eigentlich, wenn jemand dieses Sparschwein zerschmettert? Oder ist er irgendwie aus Gummi oder Plastik? Now, let's follow that UFO. Right. Okay, aber erstmal will ich Dings hier ausrüsten. Sportsfreund. 2. Boom. So, je länger du Kreis gedrückt hast, desto höher springst du. So funktioniert Sportsfreund. So, was habe ich bekommen? Muss mal zum Mogelshop oder so gehen. Was habe ich denn hier neu? Feuerreife. So. Da oder ist sehr viel höher. Sehr geil. Ja, das ist sehr gut. So, da oben sieht es irgendwie so aus, als könnte ich noch hin. Also da will ich erstmal gucken. Ja, wie komme ich da hin? Ich habe bestimmt einige Truhen verpasst. Pass auf. Geh mal weg. Nein. So, da oben. Da geht es doch bestimmt hin, ne? Ja, was ist? Ja, Tor gefunden. Ich habe jetzt keine Zeit. Goldamulett. Da kommt, das sieht so voll so aus, als könnte man da hin. Hier sind meine Gegner, ja? Kann ich mich irgendwo dahin teleportieren? Da ist eine Truhe. Zauberstab plus. Da ist auch eine Truhe. Ach, wie komme ich denn da hoch? Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, diesmal finde ich hier auch Sachen. Gut, ne? Ah, Gott. Das ist kaputt gemacht. Nein. Warte mal, wo war jetzt die Truhe? Ich schaff das schon da unten, oder? Ja. Flori. Da oben vielleicht noch was. Ich sehe gerade. Das sind doch die, die wir gekämpft haben, oder? Diese Puppe nur hier. Oh. Ich hätte gerne ein Foto gemacht von der. Überputzig. So, ich gehe mal weg hier, weil die kämpfen ja gar nicht auf hier. So, Zauberstab. Zauberstab. Feuerboost und Angriff geht runter, aber das ist eigentlich egal. Ich hätte wohl eher Feuerboost, ne? Und Goldarmreif. Amulett. Talerkonverter.
Mach aus allen Talerbelohnungen mittlere oder große Talerbelohnung. Goofy? Ja. Das klingt doch, als würden wir schön Geld machen damit. Was? Immer die Gegner. Game Store. Verum Rex. So, hier diese Werbung nicht gerade. Also gerade. Immer im letzten Part oder vorletzten Part gesehen haben, ne? Ich sag da bei den PlayStation Zeichen. Du verfolgst uns immer noch. Dann frisst das. So, die Hälfte davon ist auf den Kleinen da los. Frisst das. Los, fliegt mit Eleganz. Dann vielleicht öfter damit mal rumfliegen. Ah ja, was geht, na? Oh, müssen wir so reden. Typen. Die haben irgendwas genommen. Oh, die Klaue. Wo ist mein Riesenroboter? Kommst mal der Fresse. Den kann ich da benutzen. Hey, da war ein Gegner. Was ist das Ding? Los, Goofy, geh auf das Ding los. Ich glaube, wir werden das nicht treffen. Nö. Da kann ich noch mal einmal. Ah, Dreck, willst du mich? Da guck mal, was das macht. Mal laufen, noch gar nicht versucht. Hey. Die Dinger verschwinden einfach, wenn ich näher an die rangehe. Noch mal, ich will Geld. Oh Gott. Hey, warte mal. Könnte jetzt eigentlich vollbringen. Aber das Ding ist wieder hier unten, also. Sollen wir das UFO jetzt schnell kaputt machen oder sollen wir einen von diesen hier nehmen? Wir machen erst das UFO kaputt, ne? You think there's a way to hit it from far away? Perhaps if we use the cannons on those mechs. Wir haben das Ding schon fast erledigt. Müsst ihr nicht so sehr überdenken. Also. Ja, jetzt kriegen wir dich. Pass auf. Wo ist das? Wo ist das Ding? Ich meine, das ist irgendwo noch hier, ne? Da bist du, komm her! Ah, Dreck! Mach es fertig! Das Ding. Da müssen wir halt am Ende hier mit erledigen. So, gut. Oh, Blitz, geil.
Mein Lieblingszauber. Tot. We are back. Our ship is no more. Nirvana will not be reached. Sorry, I trashed your ride. Fear not. We still have our new home. The Chamber of Andy. They're uh-huh. right. This isn't where we belong. We've been in this toy store long enough. It's time for us to go home to Andy's room. But Xehanort told us that room isn't even his real room. Can you prove that any of that nonsense is true? And even if that Andy's room is fake, it doesn't mean he's not somewhere in this world with us. I'm going home to wait for him. No more debate. You with me, Woody? You're right, Buzz. Now that we're all accounted for, we should meet up at the entrance and go home. Okay. We could have used friends like you for the final showdown. But Organization 13's our problem to solve. Yeah, I can take them. Yeah, I'm vor allem not so du. Sure about that. Guys, can we see you off? That would be great. Gut. Aber erst einmal müssen wir Dings hier ausrüsten. Blitz. Also man kann ja auch noch wechseln, ne? Das ist richtig geil. Vita. Für den Fall, dass irgendwas schief geht. Ich tue einfach mal hier Potion und so, ne? Wasser, Feuer und Blitz. Wasser, Feuer und Blitz. Eis. Richtig cool. So, hey. Nicht gut, dass ich immer noch mit den Königsanhänger hier rumlaufen kann. Aber ich habe so eine Ahnung, was ihr von mir wollt. Okay, doch nicht. Ich dachte, ich muss da von Wolke zu Wolke irgendwie rüber düsen, aber da war ein bisschen zu extrem, ne? Ruhe. Hoch. Und hat den glitzert. Da ganz oben ist doch bestimmt irgendwas. Ne, komme ich nicht hoch. Egal, die Welt ist auf jeden Fall übersichtlicher als der Olymp. Also hier werde ich schon drum finden, wenn ich sie nicht im ersten Blick finde. Hoffe ich jedenfalls. So, oh. Er sagt, für da oben ist irgendwas, aber komme ich irgendwie nicht hin. Also lass mal das. Für ich habe Sorge für hier ist irgendwo hat. Meine Frage ist natürlich, wie lange ist die Welt noch, ne? Vielleicht schaffe ich das noch in diesem Part, vielleicht brauche ich noch ein paar, das ist immer die Frage hier. Wie sieht es schätzmäßig hier so aus? Viel noch, aber es Kette, aber da kommt noch ein ganzes Gebiet, habe ich das Gefühl.
Oder werden wir doch noch hier ein paar drum sitzen? Oh, Mogi Shop. Gut, genau habe ich gebraucht, glaube ich. Sammelziel da, ich was Neues, Spiel freigeschaltet. Freudenstein. Ich muss mal Sachen spielen, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, das müssen wir machen, so im Laufe der Zeit. Da oben. Weil mein Gummifon wird auch irgendwie angezeigt, so ja, du kannst, du hast so und so viele Sachen hier hergestellt, also machen wir einfach mal. Das Problem ist, ich weiß nur nicht, weil ich schon hergestellt habe, was nicht. Das ist, wird glaube ich auch erst im Gummifon oder so notiert, ne? Ah, vielleicht kriegen wir ja was, ne? Uhrwerkschild. Das Ding ist neu. Aerosog und Niesschutz. Oh, nichts mehr. Noch kaufen. Brauche ich eigentlich nichts. Hey, den kann ich so kaufen, Mann. A friend, well, I bet you there's a lucky emblem here. Oh, oh then. Hmm. Wo siehst du schon wieder Sachen, die ich nicht sehe, Goofy? Oh, was denn, hat jetzt schon wieder gesehen, ey? Let's see. Da, da ist was. Let's see. Cool. Danke, Goofy. Es gehen hier natürlich keine Kommentare an, ne? So, was war denn hier mit Fotomission? Ach so, weil ich gerade was hergestellt habe. Hier, Fotomission. Habe ich einen kosmischen Ring? Habe ich den bekommen oder kann ich den jetzt erst kaufen? Oder kann ich ihn herstellen, meine ich. Da. 80, Watt? Sag mal. So, ich nehme mal an, im nächsten Part werden wir diese Welt hier abschließen. Weiß nicht. Ich habe so irgendwie eben Verdacht. Also. Ja gut. Wenn man hier den Part, ne? Machen wir noch so ein Mickey Mini Spiel. Nee. Mal, ich will Schatz drum noch haben und so. Und dann war es dann auch, ne? So, hier wird angezeigt, was ich alles schon hergestellt habe. Multifokus. Königsanhänger, Herzkönig. Da muss ich einmal mit und einmal ohne alles zu treffen, ne? Wo ist dieses, wo ist dieser Boss, den ich gerade besiegt habe? Engelsbernstein. Voll putzig. Gut, dann spielen wir mal hier so ein Ding. Was haben wir denn hier? Wie geht mit den Rasen? Mit den Rasen, mit den richtigen Schritten und meine Hindernisse. Lass dich im Feld vollste Wegen, dabei aber nicht über Felder mit Stein oder Tieren oder Felder, die du bereits gemäht hast, gehen. In späteren Runden musst du zweimal über manche Felder gehen, damit sie vollständig gemäht sind. Ha. So ein Dings hier.
Okay, ich verstehe. Pizza. Das ist nicht so hart bisher, glaube ich. Ah. Oh, ich muss hier. Okay, einen Moment. Ich bin am Anfang. Geil. Dann gehen wir so. Mist, wie ich gehe weg. Ist gar nicht mehr so einfach gerade. Dieses. Also komme ich auch nicht dadurch. So auch nicht. Mann! Okay, dann machen wir halt. Geht auch nicht. Dann machen wir halt so. Ja, das gibt's doch jetzt nicht. Alter. So. Dieses Mistviech. Kann doch nicht mal genau da sein, wo ich gerade bin. Will ich mich verarschen? Ey. Na, jetzt aber komm. So, jetzt gut. Oh, oh mein Gott. Ja, da muss ich zweimal rüber, ne? Aber einfach waren schon Spaß die Dinger, natürlich nicht so viel Spaß wie der Rest des Spiels, aber ein netter Zeitvertreib halt, ne? So, meine Frage ist jetzt immer, wann weiß ich, wo ich wann ich hier mehr. Ja, abgeschlossen. Ob da abgeschlossen. Oh, wir sind da immer noch. So, haben wir alles gut. Würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir ja mal hoffentlich hier dieser Welt fertig werden, ne? Glaube ich. Und ja, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, wer sie liebt von euch. Ciao.